Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Brotaufstriche, die glücklich machen. Also ich bin ein großer Fan von Brotaufstrichen, gerade wenn man irgendwie einen Brunch hat oder irgendwo eingeladen ist. Und heute machen wir was ganz exquisites, nämlich eine Räucherlachscreme. Dafür brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Wir brauchen 200 Gramm Frischkäse, die wir jetzt hier schon mal in unseren Kessel füllen. 80 Gramm saure Sahne, 150 Gramm Räucherlachs, je nach Geschmack, wie ihr das wollt, etwas Dill. Das passt sehr gut zu dem Lachs, muss man aber nicht machen. Einen Spritzer Zitronensaft habe ich jetzt hier schon in unseren Messbecher gemacht. Ein klein bisschen Zucker und etwas Salz. Auch da lieber ein bisschen weniger, später nachwürzen, weil der Räucherlachs an sich ja auch schon gesalzen ist. Und wenn man da zu viel macht, dann ist es ganz schnell zu salzig. So, das Ganze wird jetzt 15 Sekunden auf Stufe 4 miteinander vermischt und dann ist es eigentlich auch schon fast fertig. So, jetzt ist auch schon fast fertig. Allerdings, bevor wir das Ganze jetzt verzehren können, sollten wir das noch etwa 2 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen, damit sich der Geschmack richtig entfaltet. Und das tue ich jetzt auch und dann melde ich mich wieder und wir schauen, wie es schmeckt. So, das Ganze ist jetzt schön durchgezogen und ich glaube, der Geschmack hat sich auch wirklich entfaltet. Das Schöne, was mir direkt aufgefallen ist, ist, der Lachs ist halt jetzt nicht so ganz pumpig, dadurch, dass wir den wirklich nur kurz da gemixt haben. Das heißt, da sind noch richtig schöne Stückchen drin. Und ich habe mich jetzt auch wieder für Schwarzbrot entschieden, weil ich glaube, dass das ganz gut passt. Mit Baguette geht es natürlich ganz genauso, aber ich mag halt Schwarzbrot. Und sehr gut. Aber gut, dass ich das mit dem Salz wirklich sehr sparsam gehalten habe, weil der Räucherlachs, der, also da ist schon einiges an Salz drin. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Aber es schmeckt wirklich ausgezeichnet. Schöne Sache für einen Brunch oder sonntags morgens einfach mal zum Frühstück. Kann man ja auch mitnehmen. Gut gekühlt ist es 1-2 Tage auf jeden Fall haltbar. Ich kann euch nur empfehlen, das Ganze auszuprobieren. Mir in die Kommentare zu schreiben, wie es angekommen ist, wie es geschmeckt hat oder ob ihr vielleicht andere Ideen habt, wie man das Ganze noch so ein bisschen aufpeppen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und denkt dran, ihr solltet auf jeden Fall unseren Kanal hier abonnieren, denn nur beim Wunderkessel gibt es die besten und kreativsten Rezepte und Tipps rund um den Thermomix. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich esse jetzt noch ein bisschen